Es gibt Update zu Scalable, wie ihr schon im Videotitel gesehen habt. Und damit herzlich willkommen zurück bei Finanzrebellen und natürlich auch das Obligatorische, einen wunderschönen guten Tag. Denn es ist so viele Updates, dass es sogar wert ist, darüber wieder mal ein eigenes kleines Video zu machen. Ja, Scalable wisst ihr ja mittlerweile, einer unserer Lieblingsbroker. Wir haben hier auch schon einige Videos dazu gemacht. Könnt ihr selber mal reingucken, welches dieser Videos ihr euch am besten zusagt. Und mittlerweile kann man natürlich auch sagen, zu Scalable ist ja der Aktienbroker, ETF-Broker in Deutschland Nummer 1, Platz 1 und das mittlerweile zu Recht. Und was jetzt kommt, schlägt den Boden aus dem Fass und ähnliches. Legen wir einfach mal los. Denn heute ist der 26.8., wo wir das Video aufnehmen. Und am 27.8., also morgen, kommt die erste große Neuerung. Denn du kannst Aktien und ETFs schon ab einem Euro besparen. Unabhängig welche Aktie, unabhängig welcher ETF, ab einem Euro. Und das, und jetzt kommt der zweite Clou, völlig gebührensfrei. Auch völlig egal, ob du im Free Broker oder im Prime Broker bist. Du kannst es völlig kostenfrei machen. Aktiensparpläne für 0 Euro ab 1 Euro, ich hoffe, das war verständlich, und das im Free und im Prime Broker. Und das ist schon eine sehr, sehr krasse Neuerung, weil die einzigen Broker, die ab 1 Euro ermöglicht hatten bis dahin, waren ING und waren Trade Republic gewesen. Und jetzt natürlich zieht Scalable nach und das heißt, höchstwahrscheinlich werden jetzt auch noch wahrscheinlich Consorsbank und Comdirect nachziehen müssen, um gleichzeitig in der Konkurrenz zu leben. Aber da sieht man mal auch, was das Kapitalismus an guter Stelle schaffen kann. Aber ich möchte euch auch an der Stelle bitte immer mitgeben, dazu wird es bald ein eigenes Video geben, das ist schon in Arbeit, den Spread beachten. Also sprich, den Unterschied vom Geldkurs zum Kaufkurs zum Beispiel einer Aktie oder eines ETFs, weil das ist das, womit die Anbieter bei solchen günstigen oder scheinbar günstigen Kostenstrukturen dann wiederum im Hintergrund ihr eigentliches Geld verdienen. Aber dazu in den nächsten Wochen ein eigenes Video, wo ich dann nochmal ganz klar auf die Thematik mit eigenen Rechenbeispielen eingehe. Und deshalb gehen wir auch gleich mal schon zu den nächsten Punkten, die Scalable als Update bietet. Und zwar möchte Scalable hier nicht näher bezeichnet, sondern gesagt nur im, ich zitiere wortlos, im Laufe des Septembers kommen außerdem folgende Neuerungen. Darauf gehen wir jetzt mal im Speziellen ein. Erstmal wären die Ausführung für Sparpläne flexibel legbar. Also sprich, es ist nicht nur am 1. des Monats möglich, sondern jetzt auch am 2., 9., 16. oder 23. des Monats. Warum neben dem 1. auch der 2. gewählt worden ist? Ja, okay. Ziemlich fragwürdig. Ich glaube, der 9., 16., 23. hätte voll gereicht, obwohl es wahrscheinlich auch super gegangen wäre mit dem 8. und 15. und ja, 21. des Monats. Wahrscheinlich, weil es kalendarisch am häufigsten in der Woche stattfindet, dieses Ausführungsdatum, ist jetzt so eine Vermutung. Naja, aber ihr habt jetzt mehrere Optionen. Ob es wirklich sinnvoll ist, wage ich auch zu bezweifeln. Ich glaube, Mitte des Monats und Anfang des Monats ist bei jedem Broker eigentlich und auch bei jedem Sparplananleger völlig ausreichend an der Stelle. Zumal ja auch gerade die, die das über ihr Gehalt anlegen, dann ja sowieso am Anfang oder Mitte des Monats ihr Gehalt beziehen. Genau. Ein weiteres Update, was im September kommen soll, ist die Häufigkeit der Ausführung. Und zwar soll man jetzt selbst bestimmen können, ob man monatlich, alle 2 Monate oder im Quartal investieren kann. Über die Sinnhaftigkeit dahinter lässt sich auch schreien. Zum Beispiel also zumindest die Quartalsausführung finde ich jetzt wieder sehr, sehr interessant, wenn man den Sparplan sozusagen gleichzeitig als gegebenenfalls größere Einmalsumme nutzen möchte. Ja, also anstatt 3x 100 Euro, dann doch lieber einmal 300 Euro zu nehmen. Das kann zum Beispiel sinnvoll sein, der 2. Monat, ja. Das ist einfach nur wahrscheinlich, um das, um die Oberfläche etwas schöner zu gestalten oder so, dieses Thema. Wir können es, aber nutzen halte ich jetzt dafür allgemein nicht so groß. Aber was ich jetzt ein richtig cooles Gimmick finde, was kommen wird, ist, dass bei Scalable nun auch der Lastschrifteinzug von dem Verrechnungskonto möglich ist. Aktuell ist es ja so, dass ihr ja ein Konto hinterlegt habt, in den meisten Fällen euer Girokonto oder von da, wo zum Beispiel die Sparpläne in Form von ETFs abgehen sollten oder von den Aktien. Und jetzt kann man auch zum Beispiel Geld auf das Verrechnungskonto buchen
und von dem Verrechnungskonto das Geld der Sparpläne abbuchen lassen. Das finde ich ein sehr, sehr tolles Gimmick, wenn man das gerade auch so ein bisschen getrennt haben möchte an der Stelle. Optisch genial, tolles Tool, dass man da endlich flexible Möglichkeiten hat in der Kontoausführung, Kontoabbuchung. Auch ob es sinnvoll ist oder nicht, ne, kann man dahingestellt lassen. Aber es ist die Möglichkeit einer Dynamisierung. Also sprich, dass wenn du zum Beispiel einen festgelegten Sparplan hast von 100 Euro, dass dieser dann um 2, 5, 10% jedes Jahr steigt. Dass wenn du zum Beispiel eine 10%ige Dynamik hast, dass du ab dem Jahr darauf dann anstatt 100 Euro 110 Euro wegbesparst. Ist auf alle Fälle ein tolles Tool, wenn man gerade für die langfristigen Anleger, die gleichzeitig zum Beispiel die Inflation und Gehaltssteigerung mit ausgleichen wollen. Also definitiv cool. Könnte man jetzt aber eigentlich auch wiederum individuell lösen, indem man sozusagen den Sparplan einfach nur in der Summe für sich individuell abändert. Ist aber für die, die zum Beispiel sehr faul sind oder vielleicht ziemlich sinnvoll für die, die etwas für die Kinder oder Enkelkinder wegsparen. Da ist das Tool dann wiederum sehr, sehr sinnvoll an der Stelle. Und eine Sache, wo ich sage, okay, auch wieder sehr fragwürdig, ob das denn noch wirklich einen adäquaten Mehrnutzen für den, ich sage mal, Otto-Normalanleger, der Scale benutzt hat. Aber die ETF-Breite wird ab Ende September, so steht es hier auch geschrieben von Scalable, auf 1.900 ETFs erhöht. Damit ist Scalable meines Wissens nach dann auch der Anbieter mit der größten ETFs-Auswahl am gesamtdeutschen Markt. Vorher waren es 1.500 ETFs gewesen, aber ich muss persönlich sagen, ich glaube nicht, dass diese effektiv genutzt oder ausgeschöpft werden an der Stelle. Also nettes Gimmick, nettes Tool. Also jetzt ist wirklich für jeden was dabei. Wahrscheinlich auch der, ich sage mal, genderneutrale All-World-ETF, der besonders darauf achtet, dass auch Randgruppen unterstützt werden. Der ist jetzt vielleicht auch mit dabei, ja. Aber ja, also persönlich, da würde ich selbst auch als Berater irgendwann die Übersicht verlieren an der Stelle. Aber allgemein, so in der Übersicht, wirklich, es passiert was am Brokermarkt dort draußen. Und das ist vor allem das Wichtige, dass das A immer kundenfreundlicher wird, immer, ich sage mal, spezifischer, individueller. Und natürlich die Angebotspalette insgesamt steigt. Und damit erhöht natürlich ein Anbieter wie Scalable auch den Druck auf die Konkurrenz, wie zum Beispiel die ING, wie zum Beispiel Trade Republic und so weiter und so fort. Und natürlich auch allgemein für die gesamte Finanzbranche ist das auch immer sehr gut. Denn dadurch müssen zum Beispiel auch Rentenversicherungsanbieter ihre Kostenstrukturen selber anpassen, weil sie merken, okay, wir sind vielleicht doch so in der Form viel zu teuer. Ja, und das war's auch schon für dieses Scalable Update in der Zusammenfassung. Schreibt mal unten in die Kommentare hinein, wie ihr es findet, dass jetzt noch mehr Tools für Scalable zur Verfügung stehen und bald zur Verfügung stehen werden. Ansonsten habt ihr mittlerweile ganz neu die Funktion auf YouTube, uns mit einem Senks zu unterstützen. Wenn ihr das nicht machen wollt, ist das vollkommen okay. Uns unterstützt auch der Abo-Button, den ihr drücken könnt, damit ihr regelmäßig neue Videos bekommt und natürlich der Like-Button, damit wir wissen, ob und wie euch das Video gefallen hat. Das war's so von mir, Joschka, unabhängiger Online-Finanzberater hier aus Leipzig. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal.